Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. Wir werden heute mal über die legendären Regenschirme reden in Fortnite. Was das Ganze auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Und wenn euch das Ganze gefallen sollte, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da, dass ich vom Dach geflogen bin. Alles klar. Nein, Leute, aber wenn es euch gefallen sollte, unbedingt mal liken und kostenlos abonnieren nicht vergessen. Und jetzt geht's auf jeden Fall los, Leute, denn ich habe eine richtig coole Theorie gefunden auf Reddit. Es ist nicht meine Theorie, will ich nochmal ganz kurz angemerkt haben, sondern ich habe sie, wie gesagt, auf Reddit gefunden und wollte euch das Ganze einfach mal vorstellen, weil ich das ziemlich glaubwürdig finde, beziehungsweise logisch finde. Ob es jetzt am Ende wirklich so ist, kann ich euch nicht versprechen, Leute, aber das klingt auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Oh, da wird schon ordentlich geschossen. Taktische hält da, glaube ich, nicht so gut hin. Oben ist noch eine Chest, höre ich gerade. Also, Leute, ganz kurze Einführung. Es geht hier um 4 verschiedene Regenschirme. Um 4 verschiedene Regenschirme. Ist noch einer? Hat er mich gesehen? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Uiuiuiui. Da wurde es aber ein bisschen falsch platziert. Das war auf jeden Fall nicht der Plan. Egal, wir fangen einfach mal an. Also Leute, es geht um 4 verschiedene Regenschirme. Und zwar geht es einmal um den Platin-Regenschirm, goldenen Regenschirm, silbernen Regenschirm und den Bronze-Regenschirm. Vielleicht habt ihr schon was davon gehört. Ich glaube, die 2-Epic-Buddies bzw. die Buddies zocken haben auch schon mal darüber ein Video gemacht. Hatten auch eine Theorie, die dann, glaube ich, nicht aufgegangen ist. Ist er auf jeden Fall. Schön rennen. Ich sehe ihn nicht. Der muss irgendwo über uns sein. Na endlich, sitzen wir denn los und jetzt kann ich mal reden, dass es diese 4 Regenschirme gibt. Und ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen, es gibt momentan einen Solo-Showdown-Modus. Und zwar kann man in diesem Solo-Showdown-Modus ja fette Preise gewinnen. Unter anderem 50.000 V-Bucks für den ersten Platz, 25.000 V-Bucks für den zweiten bis vierten Platz, 13.500 V-Bucks für den fünften bis 50. Platz und 7.500 V-Bucks für den 51. bis 100. Platz. Und ja, da gibt es eine ziemlich coole Theorie, denn ihr habt wahrscheinlich gemerkt, die Regenschirme haben halt die Farbe Platin, Gold, Silber und Bronze. Und da, das sind natürlich so Siegerfarben, könnte man sagen, so Platin, Bronze, Silber und so, ne? Das sind so typische Farben, die man bekommt, beziehungsweise Preise, die man bekommt, wenn man halt bei irgendwas gewinnt. So, und es gibt genau 4 Platzierungsstufen, ne? Es gibt komischerweise genau 4 Platzierungsstufen und es gibt komischerweise auch genau 4 Regenschirme. Und da lässt sich natürlich die Frage offen oder lässt sich drüber, ne, nachdenken, ob es nicht auch möglich wäre, dass die Leute, die quasi einen Platz einnehmen, also entweder Platz 1, 2 bis 4, 5 bis 50 oder 51 bis 100, ob die nicht zusätzlich noch so einen Regenschirm bekommen. Es würde meiner Meinung nach Sinn machen. Die Regenschirme, ganz kurz für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Die Regenschirme wurden im Fortnite-Ordner gefunden. Also die Leute, die halt sich da auskennen, haben diese Regenschirme im Fortnite-Ordner gefunden. Und da ist einer. Moment, ganz schön. Oh, den muss ich jetzt aber holen. Versucht mich jetzt hier abzulenken. Hä? Was ist das denn? Oh. Hä? Warum kann ich ja nicht durchgehen? Okay, ich muss erstmal die Falle wegmachen. Warum ich da jetzt nicht durchgehen konnte, verstehe ich zwar nicht, aber alles klar, den Kill haben wir ja trotzdem bekommen.
Jetzt habe ich die Chests kaputt gemacht. Alles klar, perfekt. Genau das wollte ich erreichen. Naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, im Fortnite-Ordner wurden diese Regenschirme gefunden. Bis jetzt gab es sie noch nicht im Spiel. Was auch noch ziemlich lustig ist, ist, dass diese farbigen Regenschirme, beziehungsweise Gold, Platin, Bronze, Silber, diese Regenschirme auf jeden Fall, die wurden auch in einem Ladebildschirm gefunden. Ich kann euch den Ladebildschirm jetzt nochmal einblenden, wenn ich dran denke. Und ja, das ist auch kein Zufall. Also ich denke, dass die auf jeden Fall noch Verwendung finden im Spiel, weil bis jetzt haben sie noch keine Verwendung gefunden. Es gab auch, glaube ich, damals mal die Vermutung, dass das den Save the Worlds irgendwie so eine Premium Edition kauft oder so, dass man damit belohnt wird. Aber bis jetzt hat man noch keine Belohnung bekommen dadurch, wenn man diese Edition kauft. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwas damit zu tun hat, sondern es klingt für mich logisch, dass es wirklich so sein wird. Oh, wir müssen die Border rennen. Es klingt für mich zumindest logisch, dass man halt einen dieser Regenschirme bekommt, wenn man einer dieser Platzierungen einnimmt. Aber Leute, wie gesagt, keine Garantie. Wir werden es erfahren in ein paar Tagen, wenn dann die Platzierungen feststehen, wer gewonnen hat, wer verloren hat. Also ich hab auf jeden Fall schon mal verloren, weil ich habe da gar nicht dran teilgenommen. Mich hat dieses Camper-Prinzip ein bisschen gestört. Auch wenn man sagen muss, natürlich gehört das zu Battle Royale. Ich meine, der Letzte, der überlebt, gewinnt halt, ganz klar. Aber ich fand es halt schade, dass das genau so war, dass halt die Leute, die quasi offensiv zocken, versuchen Kills zu machen, nicht belohnt werden. Deshalb, okay, da vorne haben wir einen Gegner. Ich versuche zu snipen und jawohl, Hit. Und noch ein Hit, nice. Der kann auf jeden Fall nicht mehr viel haben, Leute. So viel steht fest. Mal bloß aufpassen, dass der uns jetzt nicht holt und auch eine Sniper hat oder so. Ich weiß ja nicht. Okay, der ist mit Bauen beschäftigt. Wir müssen ihn aber weiterhin pushen. Okay, der hat wohl, glaube ich, schon abgefunden, dass er stirbt. Gut, den Kill haben wir uns gegönnt. Ich verstehe nicht, warum der auf einmal angefangen hat, mit der Spitzhacke einfach um sich herumzuschlagen. Kann ich ja irgendwie nicht ganz nachvollziehen, aber naja, Kill haben wir bekommen, also alles gut. Das Leben auch. Oh, da vorne höre ich auch noch Schüsse. Gehen wir sofort dahin. Sollte bei Dusty sein. Ja, bei Dusty geht auf jeden Fall die Party ab. Alter, was hat der denn da gemacht? Oh, vor uns. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Doch, er hat uns gesehen. Safe, er hat uns gesehen. Den haben wir. War der das denn? Ich glaube, hier war noch ein anderer. Kann das sein? Bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, muss ich zugeben. Ob der das war. Auch gar nicht gesehen. Wir nehmen einfach mal den Koffer und benutzen den für 10 HP. Aber ich höre jetzt ja auch keinen anderen mehr. Ich glaube, das sollte er gewesen sein. Also ich glaube, wenn jetzt hier noch ein anderer wäre, sollte er zumindest ein paar Steps machen. Und das höre ich jetzt hier nicht heraus. So, da hinten ist noch was, was gebaut wird. Oh, ja. Den müssen wir auf jeden Fall beobachten, dass der ein bisschen Schaden bekommt. Und es nicht so einfach hat, aus der Border rauszukommen. So, jetzt müssen wir aufpassen auch auf hinten. Wo ist der denn? Ist er schon gestorben? Wow. Ich glaube, der ist tatsächlich gestorben, weil da liegt auf jeden Fall ein bisschen Loot und würde für mich logisch klingen. So, ich pushe ihn mal ein bisschen. Okay, nice. Der hatte einen goldenen. Oh, eine goldene Heavy Shotgun. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen, Leute. So. Ja, Kills. Haben wir 6. Ist ganz nice bislang.
Runde läuft auch gar nicht mal so verkehrt. Ja. Leute, ihr könnt auch gerne mal noch in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Theorie haltet, ob die Sinn ergibt oder nicht Sinn ergibt, weil ich finde einfach, die klingt total logisch. Besonders, weil die Regenschirme bis jetzt noch nicht Verwendung im Spiel gefunden haben. Aber, naja, ob es am Ende so sein wird, erfahren wir in ein paar Tagen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Okay, da hinten habe ich einen Spieler gefunden, der ist aber außerhalb der Ein Hit. Ein Hit haben wir auf jeden Fall. So, der sollte dann irgendwo zwischen diesen Bäumen sein. Da hinten springt er. Okay. Der hat uns, schätze ich mal, jetzt schon gesehen. Wir haben leider keine Granaten, die wir benutzen können. Perfekt! Nice! Der war wohl, wow, der war wohl ziemlich low und ist wohl von der Seite abgeschossen. Hä? Ups. Die Scar nehmen wir natürlich mit, ohne Wenn und Aber. Und zack. Müssen wir zusehen, wo der andere abgeschossen wurde. Wo der andere geschossen hat, sagen wir es so. Oh, da ist er. Von oben. Okay, ich muss mich ganz kurz hier ein bisschen verschanzen, auch eine kleine Base bauen. Ist runtergesprungen. Oh, Glück gehabt. Eigentlich ist es so gefährlich, Leute, was ich jetzt gemacht habe. Also Low Ground quasi aufzugeben. Weil das, High Ground aufzugeben, sorry. Weil man so... Mir ist es schon oft passiert, dass ich quasi da runtergesprungen bin und der mir sofort einen Headshot gegeben hat, obwohl ich viele Leben hatte. Deshalb eigentlich ist das immer riskant, High Ground aufzugeben. Ich würde es eigentlich nicht empfehlen, das zu machen. Ich mache es manchmal, weil ich einfach, ja, zu schnell, ja, den Gegner killen möchte. Aber es ist nicht immer schlau. Mist. So, da ist auf jeden Fall... Oh, vor uns. Hab ich gesehen. Der muss hier irgendwo unter sein. Hä? Da ist er. Ich weiß gerade irgendwie nicht, wo der ist, aber der muss hier sein. Ich hab den auf jeden Fall steppen hören. Ah, da ist er vor uns irgendwo. Im Haus. Da. Okay. Hab mich schon gewundert, wo der ist. So, heißt, vier Spieler leben noch. Und von oben, dort oben ist einer. So, ich versuche ihn von hinten zu holen. Das wäre mega nice, wenn es klappen würde. Mit der Sniper. Nein. Okay, Plan ist nicht aufgegangen. Aber doch, so ein bisschen schon. Oh nein, 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 nein. Ich spring einfach runter, egal. Ich konnte jetzt zwar diesen Schild nicht mehr mitnehmen, egal. Und. Ja, eine goldene Sniper. Mega nice, die können wir gut gebrauchen. Wow. Okay. Hat sich dann auch geklärt.
Bloß aufpassen. High Ground ausnutzen. Von hinten werden wir auch angegriffen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo der ist, ist das Problem. Da ist er. Nice. So, Schild. Wow, 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 wow. Und jetzt natürlich pushen ist die Sache. Knappe Angelegenheit, da zählt jede Millisekunde gerade. Keine Ahnung, wo der ist, Leute. Echt keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall versucht, mich zu snipen. Da hinten. Sniper-Munition, die kann man mal machen, würde ich sagen. Einmal nachladen, die Scar. Und da haben wir auch den epischen Win. Nice. 12 Kills, war eine gute Runde. Und Thema haben wir auch angesprochen, auch wenn es chaotisch war. Ja Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.